Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Banished. In den 5 Sekunden, wo ich jetzt mal nicht aufgenommen habe, sind jetzt wenigstens auch wirklich mal ein paar von meinen Leuten, von meinen Nomaden, da hier in das Haus, fertig gebaute Haus eingezogen. Das ist schon mal schön. Das heißt, da drüben werden jetzt noch weiter gebaut. 97, 98, 99 und wieder welche eingezogen. Und wenn das letzte jetzt noch gebaut ist, dann haben die alle eine Unterkunft. Aber ganz ehrlich, dann tue ich gleich noch 2 Häuser hier aktivieren. Warte mal, du bist dann eh bald fertig. Ich lasse mal darüber. Und euch wieder hier unten hin. So. Geerntet wird auch wieder. Jetzt haben wir wirklich einen ganzen Schwung neue Arbeiter bekommen. Das gefällt mir. Brauche ich noch wieder ein paar Bauarbeiter. Werde ich mal schauen, wo kann ich noch ein bisschen Leute einsetzen. 3, 6, 8, das ist alles voll. Machen wir hier einen rein. Und wieder eine Hütte voll. So, jetzt haben wir von den Nomaden, sind jetzt alle untergebracht. So muss das sein. Was haben wir denn eigentlich an Aiol? Ale ist alles leer. Wie? Äpfel? Äpfel? Apfel. Dann brau mal. Das ist alles in den Buden gebunkert bei denen. So, Hühner. 21, 66. Du bist wieder voll. Die Felder werden geerntet. So, während da hinten die Häuser nach und nach fertig gebaut werden, so wie es auch sein muss, werde ich hier mal noch ein Lager aktivieren. Ich habe das Gefühl, das werden wir irgendwann mal brauchen. Auch wenn die hier nur auf 21% sind, da werden unsere Farmen hier noch mehr. Ich glaube, da werde ich nämlich mal das Limit auf 30.000 setzen. Jetzt sehe ich nichts mehr. Dass da einfach ein bisschen was passiert. Ich muss vor allem mal schauen, dass immer die Wege von den Feldern zu den Lagern kurz wie möglich bleiben. Sonst brauchen die zu lange zum Laufen und in der Zeit, so wie jetzt hier im Winter, wird das alles schon wieder weggammeln. Das brauchen wir, das brauchen wir. Da steht noch was. Na. Wieder ein Händler da. Mann, Mann, Mann. Walnuss-Seeds. 232. Oh, ich habe sogar... Ah, nee. Wenn wir da eins machen, fehlt mir noch was. Müssen wir leider dismissen. Weil der jetzt nur Wolle wollte. Ja, Wolle, Wolle, Wolle. Wo habe ich denn jetzt hier eigentlich Wolle? Da, Wolle. 500 habe ich eingetragen. Und wieder ein Haus fertig. 86. Guck mal an, 30 Kinder. Also, ich glaube, ich sollte mal aufhören, mehr Häuser zu bauen. Ich komme ja gar nicht hinterher, hier alles andere noch zu machen. Aber unsere Stadt ist jetzt in den letzten Aufnahmen echt wirklich gewachsen, also muss man schon mal sagen. Lebensmittel halte ich eigentlich auch das Pensum ziemlich oben. Sind schon wieder bei 17.000, nachdem die Felder jetzt alle abgeerntet wurden. Schauen wir, dass dann die Hühnerfarmen und alles da noch gut laufen. Ich werde jetzt einfach mal, na wohl, das ist ja nur noch die eine. Ich werde jetzt mal alle wieder aktivieren da hier. Dann sollen die jetzt alle mal hier fertig gebaut werden. Und das ist dann auch erst einmal, was Wohnhäuser und Lager angeht, erst einmal das letzte gewesen. Jetzt haben wir ja eigentlich alles ziemlich, was gebaut werden kann, gebaut, oder? Jetzt gehen wir mal ganz kurz durch. Wir haben hier eine... Was ist da oben? Kann ich dann die Minenmale voll machen? Ein Bergwerk auf jeden Fall. Eine Mine haben wir, einen Brauer haben wir. Wir haben einen Tailor, also Klamottenschneider. Wir haben einen Schmied. Herbalist haben wir sogar 2. Forester haben wir nur einen. Wäre es höchst überlegen, ob wir mal einen zweiten mit immer nach und nach bauen. Einen Woodcutter haben wir auch 2. Farmen haben wir. Was haben wir hier? Ah, siehst du, das haben wir noch nicht. Das ist so ein Ding, was Beeren anpflanzt. Das wäre eigentlich noch was. Da, da, da. Da, da, da. Da, da. Ich würde ungern was direkt am Friedhof anpflanzen. Versteht ihr, was ich meine? Da bin ich eigentlich gerade nicht so der Held davon. Oder mache ich die hier hin? Das wäre natürlich auch was.
Machen wir euch mal dahin. Ein paar Beeren anpflanzen. Was haben wir noch nicht? Wir haben Jäger, wir haben Fischer, wir haben Tiere angepflanzt. Wir haben Bäume, wir haben Felder. Hier kann man nur abreisen. Wir haben einen Arzt, wir haben Schule, wir haben Brunnen, wir haben Kirche. Wir haben Friedhof, wir haben Lager, wir haben Händler. Wir haben Lagerflächen, wir haben einen Marktplatz. Wir haben Tunnel, wir haben Brücken, wir haben Straßen, wir haben Häuser. Ein Boardinghaus wäre höchst noch eine Überlegung, dass wir so eine Art Notreserve haben, wo wir schnell mal ein Paket Leute reinkriegen. Also was das angeht, haben wir eigentlich alles gebaut, was zu bauen geht. Jetzt geht es eigentlich nur darum, die Infrastruktur noch zu perfektionieren und alles größer zu machen mit der Zeit. Da-da. Da-da. Da-da-da-da-da. Ach ja, es wird. Ich habe das Gefühl, wir müssen noch mehr wegen Essen machen, nachdem jetzt wieder so viele Leute dazugekommen sind. Jetzt muss ich mal hier schauen. Ah ja, 586, Chickenfleisch war wo? Chickenfleisch, 20. Rinder hätte ich ja ganz gerne mal, Rindviecher. Also das wäre noch etwas, was wir machen könnten auf jeden Fall, dass wir noch irgendwie Rinder besorgen. Schauen, dass wir das noch kriegen. Aber Tiere werden relativ selten geliefert. Ich war ja damals froh, dass ja endlich mal die Hühner geliefert worden sind. Hunter haben wir voll. Also diesen Bereich haben wir komplett voll. Den Gatherer haben wir auf jeden Fall. Obwohl der Forester eigentlich voll ist, ne? Ne, das ist der Herbalist, okay. Der Forester, den setzen wir mal auf 2000. Und da werden wir bei Gelegenheit auch noch einen bauen. Da hinten werden die Wohnhäuser nach und nach noch gebaut. Da ist wieder was fertig, da ist fertig, da ist fertig. Hier ist auch wieder bald fertig. Da haben wir noch zwei Wohnhäuser und ein Lager. Und es ist wieder ein Minenarbeiter gestorben. Da-da. Das ist ja mal ein richtig schön volles Lager da hier, ne? Da passt sogar nur eine Reihe hin. Aber, prächtig. Oh, und da liegt überall das Zeug rum, ne? Ich weiß gar nicht, ob das irgendwann mal so geholt wird. Ich glaube, das werde ich mal so ein bisschen markieren, dass das ein bisschen in die, wo in die Lager geschafft wird. Haben wir da noch irgendwo was? Da haben wir noch was? Da habe ich doch vorhin neulich schon mal ein bisschen mehr gesehen gehabt, was dazwischen rumliegt. Da lag nämlich da hier noch ein bisschen was. Aber das haben sie anscheinend schon weggeräumt. Naja, das haben sie anscheinend weggeräumt. So, jetzt wird wieder angepflanzt. Ich habe echt das Gefühl, dass mir die Farmer hier und alles nicht reichen. Oh, wir haben bald unsere... Wäre nicht gerade wieder einer gestorben. Wir haben bald unsere 100 Einwohner. Also eigentlich haben wir ja schon 100 Einwohner. Wo haben wir denn? 136 Einwohner haben wir. Davon 92 Erwachsene, 15 Studenten und 29 Kinder. Gesundheit und Zufriedenheit ist auf jeden Fall gut. Das funktioniert ja alles echt toll. Population. Citizen. Population. Auf 100 Years. Geht auf jeden Fall gut nach oben. Citizen. Food. Da auch wieder mal gestiegen. Momentan geht es da oben unten. Klar, ich habe dann hier vor allem, das war glaube ich so die Zeit, wo ich die Farmen mal gar nicht gepflegt habe. Die werde ich erstmal permanent besetzt lassen. Mal schauen, wie ich auf jeden Fall Richtung Essensproduktion noch ein bisschen was hinbekomme. Momentan wird ja jetzt wieder die Felder gemacht, also das Essen geht jetzt gut nach unten. Ich muss schauen, dass ich da noch ein bisschen mehr mache. Ich weiß ja nicht, ob das was ausmacht, was man anpflanzt. Ob da manche Sachen gibt, die länger halten und manche Sachen, die weniger halten, das weiß ich jetzt wirklich nicht. Wenn ihr das wisst, könnt ihr ja mal in die Kommentare reinschreiben. Da, 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 du hast Hunger. So ein paar Imbissbuden zwischendrin irgendwo wäre nicht schlecht. Wieder ein Händler da, komm, bring Kühe mit.
Chickens. Du willst bloß wieder Wolle? Nee. Dismiss. Halt, aber ich kann ordern. Komm, hier. Wir Rinder ordern. Trade, dismiss. Dum da 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 da. Wir werden mal hier überall mal jeweils eine oder zwei reinsetzen. Windor, wie sieht's denn eigentlich mit unseren Minen allgemein aus? Es wird schon nach und nach tiefer. 51% sind wir jetzt. Da haben wir noch 86, das hält uns auf jeden Fall noch eine Weile. Muss wirklich schauen, was das bringt, wenn die jetzt hier anfangen zu ernten. Ob sich das lohnt, das so erstmal zu lassen, oder ob ich da noch was machen muss. Das interessiert mich jetzt. Bauarbeitertechnisch ist ja das eine Haus hier noch. Das noch. Und das hier noch. Halt. Oh, wie es aussieht, sollte ich das Ding vielleicht wieder abreißen. Remove Strukturis. Dann möchte ich lieber hier mit dran setzen. Aber wie es jetzt aussieht, ist das wieder Herbalist. Da. Der so einen Einzugsbereich braucht und Bären sammelt. Dann machen wir das lieber dahin. Ich habe gedacht, das ist... Das sieht man ja eigentlich auch beim Herbalist. Ich habe gedacht, die haben da so kleine Beete und sowas, wo die das Zeug selber anpflanzen. Genauso mit den Bären, aber die brauchen wirklich das Zeug aus den Wäldern. So, jetzt wird wieder abgebaut. Wir sind jetzt grob bei 10.500. Jetzt wird wieder abgebaut. Mal gucken, wie viel das jetzt bringt. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen beobachten. Danach richtet sich ja, ob ich jetzt noch ein bisschen mehr Farmen oder so baue. Farmer sind wir auf jeden Fall voll. Da geht nicht mehr. Bohnen werden jetzt als erstes abgebaut. Ich glaube, das spule ich mal ein bisschen vor. Bohnen werden abgebaut. Es ist auch wieder jemand gestorben, und zwar ein Farmer. Aber wir haben ja ein bisschen Laborer drin sitzen, das heißt, die rücken gleich wieder nach. Jetzt werden die Kürbisse abgebaut. Die Kartoffeln und da hinten noch das Korn. Minenarbeiter ist gestorben. Also die Bohnen sind fertig abgebaut. Also die Bohnen bin ich eigentlich nicht so ganz zufrieden. Ich habe es eigentlich nur drin, damit ich von allem mal etwas habe. Aber ich glaube, das werde ich mal bei Gelegenheit auf Potatoes umändern. Das könnte ich eigentlich gleich machen. Komm, Autosave. Potatoes. So. Noch wird alles abgeerntet. Sind jetzt bei 12.000. Ich will das alles mal ein bisschen beobachten. 13.600. Problem ist halt auch, je mehr Häuser, je mehr wird gebungert, umso mehr wird dann wieder verbraucht. So, jetzt kommt der Winter langsam. Da drüben verreckt mir wieder das Zeug. Was ich eigentlich nicht verstehe, warum. Scheinbar, weil es einfach zu weit weg von allem sind. So, das heißt, das hier muss ich noch abräumen. Aber wie es aussieht, werden wir noch ein bisschen was, was Lebensmittel angeht, brauchen. Da müssen wir nur mal schauen, was. Das heißt, ich werde dich mal hier auf Priorität setzen, damit das mal gebaut wird. Und hoffen, dass es ein bisschen Essen bringt. Was warst du? Du warst der Arzt. Inventory. Ale wird gemacht. Wieder einer gestorben. Ein Stonecutter ist gestorben. Das Downcutter, genau, auf Old Age. Noch einer. Handsman ist died. So gut, dass die alle immer so schön nachrücken. Das dort ist ja alles voll. Das ist alles voll. Wir werden mal einen Arzt zur Sicherheit mal reinsetzen. Einen Trader. Da kommt auch schon wieder einer. Blacksmith. Wollen wir ein bisschen langsamer machen hier. So, Trading. Fish, Pumpkin, Berries. Dismiss. Hat nichts für uns, nichts Gescheites. Können wir wieder weggehen. Wo bin ich stehen geblieben? Wir haben hier Labore, die wir ein bisschen verteilen können. Lassen wir unsere Minen mal noch ein bisschen voll kriegen. Trader, Vendor können wir mal noch einen reinsetzen.
langsam kommen wir in dem Bereich, wo ich ja gesagt habe, dass mir das gefällt. Also wie ich das haben will, dass wir einfach mal alles voll machen und immer noch Labore drin haben. Langsam kommen wir auch in den Bereich. So. Bauen, das wird gebaut, schön. Da dam da da da. Voll. Voll. Gut. Jetzt muss ich auch mal schauen. Inventory, Eier. 594, Chicken 36. Jetzt werde ich überlegen, ob ich noch eine Ding. Na. Ich glaube, am meisten kann ich wirklich. Ich weiß es nicht, ey. Ob ich jetzt mehr reißen kann mit solchen Feldern. Oder ob ich vielleicht sogar mit solchen Dingern noch ein bisschen was machen kann. Das wäre auch noch eine Überlegung, dass ich noch ein bisschen solche Farmen mache. Wenn ich hier eine Straße rüberziehe und hier noch was reinmache. Hier ist sowieso ein Marktplatzende. Das könnte man eben mal machen. Und überlege mal, ob wir hier noch sowas reinmachen können. Ah, das ist wieder 15, 15. Hm, 15 mal 15. Da müssen erstmal 23 Bäume gefällt werden. Da, da. Da, 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 da. 98, komm, ich würde gerne mal an 100 Erwachsene haben. My builder has died. Ich hoffe, das bringt auch einigermaßen was, das Ding. Schafe laufen, Hühner laufen. Früher Frühling, da wird wieder angepflanzt. Mal zwischendurch auch mal einen Schluck trinken daher. Ich bin jetzt schon wieder seit ein paar Aufnahmen dran und ich habe schon mich total trocken geredet. Ah, ein Tröpfchen Wasser zwischendurch ist immer gesund. Man soll ja immer schön viel trinken am Tag. Also normales Wasser. Also nix alkoholisiertes. Da, 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 bum. Hier sind wir ja auch gut voll mit Eisen. Die Bergwerke, die laufen alle. 50% hast du jetzt, Down Limit. Also es ist echt mal interessant, dass wir gerade mal keinen Stein und Mangel oder sowas haben. Ist eher überlegen, ob ich noch eine zweite Mine mache, die ich auf Kohle umstelle. Das wäre eigentlich, glaube ich, auch mal noch ganz interessant. Wo warst du? Mine. Ist einfach noch eine zweite Mine bauen, mit der wir Kohle anpflanzen, sage ich schon. Abbauen. So. Die machen wir dahin. Und ist wieder zwei gestorben. Old Age. Old Age. Also interessiert mir eigentlich gar nicht mehr, was da stirbt, sondern warum. Vor allem momentan ist ständig das Lebensmittelzeichen da hier. Da, 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 da. So, du läufst. Das heißt, ich brauche jetzt einen Gatherer. Da passen vier Leute rein. Machen wir lieber mal so, so, so. Und so. Na, so. Ich will mal einen beim Laborer drin sitzen lassen. Ich müsste ja bloß mal den Teacher aussperren. Entlassen kurz, dass mir da hier die ganzen Studenten mal rauskommen. 99 Erwachsene. Da, 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 da. Naja, das Ding lasse ich lieber. Unsere Post-its. Sie wachsen und gedeihen. Apfel. Wäre natürlich schön, wenn da hinten auch mal das Ding. Oh, ich suche das immer. Da. Wenn das mal. Na. Wenn das mal hier wegkommt. Show Limits off. Okay. Da, 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 da.
Also Eier geht wieder gut nach oben. Jetzt haben wir 100 Erwachsene erreicht. Yeah. So, ich hoffe, dass das hier was bringt. Dass das hier gut was bringt. Dann könnte ich eigentlich an manchen Stellen von den Dingern was hinsetzen. Dann werde ich hier drüben mal noch einen reinsetzen. Das will ich. Ja, setz mal dich dahin. Es wird auf jeden Fall noch überall gebaut. Sieht's hier aus? Du hast noch gar keine Ressourcen bekommen. Bei dir. Wieder einer gestorben als Downcutter. Jetzt muss ich mal, wenn ich das jetzt alles nach und nach deaktiviere. Was wird denn eigentlich momentan alles gebaut? Jetzt habe ich langsam überhaupt keine Übersicht mehr. Was hast du? Trading, Wolle, Steel Tools. Hide Code, Stone. Ne, machen wir Dismissed. Na, Farmer. So, was ist noch alles am Bauen? Dichte hier werden wir mal deaktivieren. Das hier natürlich werden wir mal deaktivieren. Da hinten, das ist gebaut. Was wird denn noch gebaut, sag mal? Was wird noch gebaut? Ihr baut im Endeffekt gerade alle gar nichts. Ach so, die Mine noch. Ah, das war's. Okay, die Mine halten wir mal an. Die Mine halten wir mal an. Und werden jetzt erst einmal Dichter hier noch aktivieren. Und dich aktivieren. Das ist alles, was jetzt für Lebensmittelproduktion ist. Ich muss mich echt ranhalten, was Lebensmittel angeht. Das geht jetzt locker pro Jahr nochmal 1 bis 2000 wieder runter. Ich könnte zwar jetzt mal einen Schwung Hühner oder Schafe schlachten, aber dann dauert es wieder eine Weile, bis die oben sind. Also im Endeffekt, wirklich bringt du das jetzt nichts. Ich hatte zwar jetzt kurzzeitig was, aber dafür habe ich danach wieder so ein Loch. Wäre schön, wenn meine Arbeiter ja auch mal was tun würden. Muss ich das echt jetzt ständig priorisieren, damit die hier überhaupt was machen, oder was? Also ich würde sagen, das schauen wir uns aber alles in der nächsten Folge an. Wir wieder ein bisschen auf normale Folgenlänge zurückgehen. Und sage bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.